Lüfter-Entlüftungssysteme, die kennt ihr ja aus den Haushalten, zum Beispiel an den Heizungskörpern. Dort sind kleine Lüfter dran. Die Heizungskörper und die Heizungssysteme können entsprechend entlüftet werden. Überall, wo in Rohrleitungen Medien fließen, kann sich auch Luft bilden und dementsprechend muss auch mal entlüftet werden. Allgemein bekannt. Lüftungssysteme findet ihr natürlich auch im Anlagenbau, Chemieanlagenbau, Kraftwerksbau, Gebäudetechnik und jetzt hier bei diesem Beispiel in der Fernwärme, Nahrungs- und Genussmittelindustrie natürlich auch. Das ist ganz klar, wie vorhin schon erwähnt, wo Medien in Rohrleitungen fließen, müssen auch Lüftungssysteme sein. Bei diesem Beispiel, was ihr hier aktuell seht, sind die Entlüfter von uns von der Höhe her angeglichen worden. Das muss dann später auch bedient werden können, wenn das Ganze im Erdreich verschwindet. Von oben natürlich. Das sind Quernähte, die ich hier schweiße, Zweilagenschweißung. Die Nähte werden auch im Nachhinein geprüft mit dem Röntgenprüfverfahren. Ist alles okay, dann wird das Lexus-System komplettiert und von den Kollegen wieder isoliert. Ich verwende bei diesem Beispiel 2,4 mm Schweißdraht, 2,4 mm Wolframnadel, ca. 20 Liter Argon eingestellt im Gaslin-System. Findet ihr unter dem Video. Sind ca. 85 Ampere bis 90 Ampere, die ich hier drauf habe. Das reicht völlig aus. Bei dieser Rohrnennweite und bei der Wandstärke. Hefte anschleifen, nicht vergessen. Ganz in Ruhe rumschweißen und dann wird auch alles gut. An dem Tag war es ein bisschen frisch. Ich habe mich da so oder so für Lederjacke und für Lederhose entschieden. Auch wegen dem Erdreich und wegen dem Matsch, der so ein bisschen dort in der Grube vorhanden ist. Also ein Lederanzug hilft natürlich auch ein bisschen, klar, wenn es ein bisschen windig ist oder pfeift. Ihr findet auch dazu ein Beispiel hier auf dem YouTube-Kanal. Ansonsten sind die Bedingungen dort in der Grube bei diesem Abschnitt ganz gut, um die Schweißarbeiten ausführen zu können. Kann man ja schön sehen, wie ich da um die einzelnen Nähte ringsrum springe und die Schweißarbeiten ausführe. Hier auf dem Kanal findet ihr auch zum Thema Rohrschweißen Lehrvideos, insbesondere für die Kollegen, die am Anfang stehen im Rohrleitungsbau, 1 zu 1 umsetzbar, alles aus der Praxis, Wegschweißbrennerführung, Wurzelschweißen, Zwischenlagenschweißen, Decklagenschweißen, Quernahtschweißen, Praxisbeispiele, wo ihr das für euch 1 zu 1 trainieren könnt. Pendeltechnikbeispiele natürlich auch, die von den Baustellen, von den einzelnen Einsätzen stammen. Herzlichen Dank an dieser Stelle für den Daumen hoch und das Teilen der Videos hier auf dem Kanal. Herzlichen Dank für eure Interessen und für eure Meinungen und Hinweise unter den einzelnen Videos im Chat.